Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von von Subnautica Below Zero. So, in der letzten Folge sind wir dabei stehen geblieben, herauszufinden, ob wir bei diesem Emergency Supply Cage noch irgendetwas scannen können. Und das werden wir jetzt gleich mal schauen. Weil wenn wir dort was scannen können, wäre das natürlich ganz geil, wenn wir dann noch irgendwas Neues craften könnten, aber schaut jetzt im Moment irgendwie nicht so danach aus. Okay, also war leider ein Griff ins Klo. Man kann hier leider nichts scannen. Gut, dann schauen wir einfach, dass wir so viel wie möglich mal durchcraften. Vielleicht kriegen wir ja dann neue Rezepte. Also neue Blueprints. Und können neue Dinge craften. Ich hoffe das zumindest. Ja, wie ihr mitbekommen habt, war in meiner letzten Folge meine Stimme wieder mal ein bisschen verändert. Also ich weiß echt nicht, was mein Aufnahmeprogramm derzeit hat, aber irgendwie passiert das jetzt öfter. Keine Ahnung. Ihr habt es ja mitbekommen, in Minecraft namenlos war das ja auch schon mal. Und jetzt ist es hier auch wieder passiert, also irgendwie ist das seltsam. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, ich muss halt jetzt immer nachschauen. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, das Problem habe ich bald behoben oder wird bald behoben, sagen wir so. Und ja. Ich kann leider nichts dagegen machen. So. Gut. Ach, guck mal. Hier hätten wir jetzt diese Boje. Und diese Bombe könnten wir machen. Dann machen wir mal die Boje vielleicht. Also den Beacon. Da kann man sich dann so Orte markieren. Okay, das hat nichts Neues freigeschalten. Oh, was ist das? Okay, eine Floating Air Pump. Device pumps into air into pipes. Access starting point for a pipe chain. Okay. Also anscheinend kann man sich dann so ein Pipe-System machen. Wofür genau, weiß ich jetzt noch nicht ganz, aber... Ah, ein Repair-Tool haben wir auch bekommen. Nice. Okay, und was können wir da Neues herstellen? Aha. Alles klar, also da haben wir doch ein paar neue Rezepte bekommen, dadurch, dass wir so viel gescannt haben. Gut. Wir brauchen Sulfur, Silikon und Titan. Gut, Titan haben wir. Silikon haben wir auch. Ja, gut. Aber wir machen uns jetzt nochmal schnell was zum Trinken. Ein bisschen was. Und dann auch noch was zum Essen. Hier. Essen. Einmal. Zweimal. Ja. Machen wir noch schnell ein drittes. Und dann hat sich die Geschichte, glaube ich. Jawohl. Dann sind eh auch unsere Fische zu Ende. Gut. Dann schauen wir mal. Dann essen wir das. Ach, guck mal. Das füllt sogar auch noch ein bisschen Trinken auch auf. Trinken wir nochmal schnell, dann haben wir da 100%. Gut, wofür ich das jetzt wirklich brauche, weiß ich nicht genau, aber ich habe es halt mal gecraftet. Das ist ja irgendwie komisch. Equipment, Pipe. 5 Pipes. Können den versuchen zu machen. Da brauchen wir halt Silbererz. Titanium, Batterie, okay. Gut. Dann schauen wir mal kurz. Okay, wir haben nur ein Titanium. Na gut, dann würde ich sagen, wir schwimmen. Ah, da haben wir noch ein paar Blue. Ah, da sieht man eh alles, was man so dazu bekommen hat. Vielleicht sollten wir den mal machen. Blasenfisch und Silikon. Okay, das können wir mal probieren, ha? Das bringt uns dann schnell an die Oberfläche. Keine Ahnung, ob es das nützt, aber probieren wir es mal. Brauchen wir nur noch einen Blasenfisch. Titan haben wir ja eigentlich genug. Da haben wir auch schon ein paar einen Blasenfisch. Oh, und so ein Pinguinwesen. Ich will dich scannen. Lass mich dich scannen. Das ist einfach zu schnell. Ja, bitte. Ein Penguin. Geil. Da gibt's ja... Also,
Benedict Cumberbatch sagt euch vielleicht was. Das ist der Schauspieler von Sherlock Holmes, Doctor Strange, was spielt er denn noch? Ich weiß jetzt nicht. Was hat er denn noch gespielt? Ja, Smaug bei Hobbit oder sowas. Der hat in einer Dokumentation über Pinguine, also Penguins, immer das irgendwie immer falsch gesagt und am Schluss ist dann irgendwie Penguins rausgekommen oder sowas. Und deswegen finde ich das gerade so ein bisschen witzig, dass die Penguin heißen. Also ob sie sich daran orientiert haben, weiß ich nicht, aber finde ich auf jeden Fall lustig. So, wo ist denn das dabei eigentlich? Hier haben wir das dabei. Dann nehmen wir uns hier nochmal ein bisschen Titan raus. Upsi. So. Und schauen mal. Wir... Ah. Blödsinn, Titan brauchen wir ja gar nicht. Da brauchen wir 4 Titan, dann haben wir so eine Kiste. Ach, Blödsinn. Wir brauchen ja Silikon. Genau, ein Silikon brauchen. Upsi. Ein Silikon brauchen wir. Und so, jetzt können wir das auch machen. Und zwar hier. Schauen wir mal, hat das irgendwas Neues freigeschaltet? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen einfach mal herumschwimmen und schauen, dass wir noch Sachen scannen und neue Erze und sowas finden. Vielleicht hilft uns das dann. So, das nehme ich direkt mal mit. Das ist sicher mal nützlich. Und wir nehmen den Scanner in die Hand und scannen. Noch so ein Trap-Fragment. So, dann haben wir noch einen Limestone. Den können wir aufbrechen. Zack. Dann haben wir noch ein bisschen Quarz da. Glas werden wir sicher eh auch bald wieder mal brauchen. Schätze ich mal, weiß ich nicht genau. Da haben wir noch so ein Trap-Fragment. Können wir auch nochmal scannen. Kriegen wir wieder ein bisschen Titan raus. Schauen wir mal. Hier geht es ja weiter runter. Vielleicht haben wir da irgendwas Neues. Aber es scheint jetzt mal nicht so. So. 30 Sekunden haben wir noch. 30 Sekunden Sauerstoff. Schwimmen wir nochmal ganz schnell hoch an die Oberfläche. Und dann gehen wir da runter. So. Zack. Und runter geht's. Straight down. So, schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja da auch neue Erze oder so irgendwas. Weil wir brauchen ja Silber bzw. Sulfur. Was bist du? Nichts. Okay. Ich dachte, das wurde mir gerade angezeigt. Was wurde mir jetzt gerade angezeigt? Irgendwas konnte ich gerade scannen, aber ich wusste nicht. Ich weiß nicht was. War das ein Fisch oder? Ach, keine Ahnung. Ach, guck mal, da geht's tiefer runter. Ah, da unten haben wir eine Sauerstoffpflanze. Kennen wir ja schon bereits aus der ersten... Nein, zweiten Folge war das. In der zweiten Folge haben wir das gefunden. Was bist du denn? Ach, das ist eine Tischkoralle. Nice, ich glaube, die kann ich mit dem Messer sammeln. Jawohl. Meins. Ja, ich fülle schon auf. Meins? Okay, der hat 30 aufgefüllt. Haben wir noch 30 Sekunden. Oh, was ist das denn? Deswegen so... Oh, shit, der ist, schaut gar nicht gut aus. Geh weg von mir. Bitte lass mich in Ruhe. Nein. Bist du weg, Fisch? Oh, ja, Gott sei Dank. Bring mich an die Oberfläche, schnell. Hey! Mann, ich dachte, du bringst mich an die Oberfläche. Oh. Ertrinke ich jetzt, oder? Oh, okay. Ich bin gestorben und habe ein paar Dinge verloren. Schauen wir mal, was ist verloren gegangen. Ja, nichts Wichtiges. Okay. Kein Problem. Aber ich dachte, es geht so. Ach, das kann man öfter benutzen. Oder? Oh, wie cool ist das denn?
Also zieht mich jetzt immer noch hoch. Oh, okay. Oh, das kann man öfter benutzen. Ich dachte, das ist so ein One-Way-Zeug. Okay, das wusste ich nicht. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich sehr hilfreich, weil dann kommen wir immer ganz schnell an die Oberfläche. Jetzt weiß ich auch, wie man es benutzt. Also, jetzt sollte das laufen auf jeden Fall. So, schauen wir mal. Titan haben wir noch. Da haben wir wieder so ein Fallenfragment. Zack. Das können wir ganz schnell scannen. So. Kriegen wir wieder ein bisschen Titan raus. So, und schauen wir da nochmal ein bisschen runter. Da vorne waren ja, war ja dieser böse Fisch. So, ah, okay. Also wir dürfen nicht weiter runter als 100 Meter. Weil sonst wird... Oh, shit. Ich höre schon wieder irgendwas. Lass mich in Ruhe, du Viech. So. Schön schnell an die Oberfläche zurück. Okay. Also, da müssen wir noch schauen, wie wir da jetzt an neue Dinge rankommen. Aber das war's auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Aber nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Denn dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich etwas hochlade. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis dann und ciao.